Bam. Sterben Sie, Herr Predator. Bitte. Predi. Sind das noch meine Bäume hier? Ich glaube. Die Waffe schießt so schnell und ich kann so schnell anlegen. Das ist so gut. Oh nein! Boah, das war knapp. Wir wissen von uns. Ballern die schon wieder? Die ballern jetzt nicht schon wieder hinten an der Basis rum, oder? Gott, das war ja gar nichts, das da. Ja, die ballern wieder an der Basis rum. Toll. Kommt vielleicht auch noch die Unidad. Kann ich das gerade gar nicht gebrauchen. Irgendwo da hinten. Ich sag mal, neu sammeln hier. Neu formieren. Bei mir sammeln. Roger, in Bewegung. Wo ist der Predator? Früher habe ich immer gesagt Predator. Da. Oh, der kann auch laufen. Der kann gar nicht nur rumstehen. Finde ich cool. Vorsicht vor der Disk. Warum kann ich nicht wiederbeleben? Bitte. Vielen Dank. Da ist er ja. Guten Tag. Oh oh. Meides! Wir haben Verluste. Ich hab dich. Halt einfach durch. Bin auf dem Weg. Da steht er. Mann, das merke ich morgen früh noch. Nein, nicht mich, bitte. Feuer eröffnen. Hab verstanden. Und da hinten? Mann am Boden. Mann am Boden. Kann den mal bitte jemand wiederbeleben? Halt durch, ich komm zu dir. Ah, guck mal, kann ich sogar machen. So, wo ist er? Shit, die haben uns. Na toll. Ja, weil ihr sie geaggrot habt. Da habe ich Blutspritzen sehen. Das war's. Oh baby, baby. De 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 de. De 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 de. Di-di-di-di-di-di. Hi. Das ist ein geiles Bild. Ich mach einen so. Moment. So. Und jetzt nochmal eins mit Tiefenschärfe. Schärfentiefe. Wenn das geht so nah. Ah. Blender zu machen, ein bisschen. Also, das sind geiles Bilder. Das ist cool. So, Fotomodus aus. So, nochmal Fotomodus an.
sieht auch cool aus. Oh Mann, seitdem ich den Fotomodus vor kurzem da entdeckt habe. So. Jetzt Booster aktivieren. Booster aktivieren. So, und laufen. Leute, rennt! Rennt! Gut, der eine bleibt einfach stehen, der andere rennt wieder in den Radius rein. Auch gut. Viel Spaß beim Sterben. Verluste, hier drüben. Ist mir wurscht. Halt, die werden dich sehen. Oh, fuck. Was soll's? Toll. Zum Glück bin ich beim Predator nur einmal gestorben. Und nicht zweimal, sonst wäre es jetzt vorbei. Ich hatte leider keine Waffe mehr ausgerüstet. Haben wir die Punkte jetzt bekommen? Kann ich ja schon mal so gucken. Jo, sieht gut aus. Kann mich bitte jemand wiederbeleben? Hallo? Der eine, der noch lebt? Ich weiß, dass ihr euch teleportieren könnt. Macht schon. Ah, siehst du? Geht doch. Verdammt, das war knapp. So, dankeschön. Eröffne das Feuer auf diese Ärsche. Da ist einer. Ah, tatsächlich. Da war einer. So, nächste Mission. Und zwar wieder die Schnellen, die da hier wären. Der Zugfriedhof. Wir haben von Kartellaktivitäten am Zugfriedhof erfahren. Versuchen Sie da mal was rauszufinden. Es ist immer dasselbe. Aber ich kämpfe gerade. Angeblich. Ich kämpfe gar nicht. Ich kämpfe gar nicht. Da ist niemand. Warum kann ich nicht mit dem Boot fahren? Das nicht mir gehört, oder wie? Bitte, geht doch. Okay, auf geht's. Ich muss aus dem Radius raus. Hey, Bitches. Schnell, bevor es serious wird. Jetzt geht's gut. Ja, komm in die Stadt. Ich würde auch die Desert Eagle benutzen. Sogar sehr gerne. Aber da kann man keinen Schalldämpfer drauf machen. Und deshalb benutze ich die nicht. Ich benutze die Pistole eigentlich nur als leiseste Waffe. So. Heliblies. Hab bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Oje, wir haben euren Helikopter. Oje, oje. Los geht's. Ich chille also mit meinem Kugelschreiben. Und er fängt plötzlich an. Wait. Glaubst du, aus dem Weg. Ich hab leider keinen Lenkrad-Serienmäßig eingebaut. Tut mir leid. Lenker und Blinker waren nicht mit drin. Bin drauf. Wenn ich Kurven fahren will, muss ich ein Bein raushalten. Sterben da etwa alte Züge? Jo. Als die Minen ausgebeutet waren, haben die Firmen ihre Züge hier zurückgelassen. Bleibt in Deckung. Wir wollen kein großes Aufsehen erregen, bis wir was finden. So, wunderbar. Dann haben wir hier den Sniper. Ich weiß halt nicht, wie der Bullet Drop hier jetzt ist. Oh, Schalter ist vergessen. Und sehen, was er uns sagt. Ein Scharfschütze. Oh, der ging in die Füße. Okay, einen ganz ordentlichen Drop. Gut, alles klar bei uns. Das Geräusch ist aber cool. Setze Drohne ein. Hört sich ein bisschen an wie bei Splinter Cell. Ich sehe einen Santa Blanca, Leutnant. Sieht aus wie der Mann, den wir suchen. Denk einfach dran, da wir hin. Brauchen ihn lebend. Alles klar. Sperrfeuer unterwegs. Viva Bolivia. Viva Bolivia. Wenn das Touristen sind, fress ich einen Besen. Glaubst du, Reed hat damit zu tun? Das lässt sich rausfinden. Was wird aus den Guten? Wenn so, dann warten wir, bis er wieder rausrennt. Priorität, klar? Klar.
dieser weg ist. Und dann spawnen wir die Rebellen. 3, 2, 1 und ich hab dafür. Zack, da sind sie gespawnt. So, dem sage ich halt. Zurückbleiben. Verstanden. Aber ein Ziel. Ich sagte halt, hört auf zu schießen. So. Ich verhöre dich mal hier und hoffe, dass mir niemand in den Rücken schießt. Wir können darüber reden. Wir können verhandeln, okay? Sie und ich. Du willst einen Deal? Alles klar. Gib mir Reed und ich blase dir nicht das Hirn weg. Aguanta, aguanta. Ich weiß nicht, wo er ist, okay? Reed macht alles über Mittelsmänner. Die Feuerrate bei der Waffe ist echt cool. Bei der Bad News. Und es gefällt mir auch sehr gut, dass der Schaden jetzt höher ist. Auf Max-Level der Schaden höher ist als bei der 556XI. Ich will eine Liste dieser Dörfer. Sofort. Danke, ich. Okay? Ja, meinetwegen. Aber die kann ich über die über das kleine Magazin hinwegsehen. So, nächste Mission. Reed wäre das nächste. Das hier. Wir haben den Ort und den Code, um Reed hervorzulocken. Die Einheit löst sich auf. Reinschließen. Ich freue mich schon so auf Breakpoint. So, wie weit sind wir hier? Es fehlen noch 3000. Sehe ich das richtig? Ungefähr so 3400 so in dem Dreh. 3324. Das heißt, nach dieser Mission müssten wir was haben. Sie hatten recht mit Reed. Dieses Arschloch betreibt Menschenhandel direkt vor Svenios Nase. Hervorragend. Damit haben wir Reed endlich bei den Eiern. Bleiben Sie an der Sache dran, Nomad. Bin gespannt, was Sie finden. Was ist mit dem Netz für Kokainschmuggel? Gehen Sie dem ruhig auch nach. Reed ist an beiden beteiligt. Mit etwas Glück schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Verstanden. Nomad Ende. Einmal markieren. Markiere Feind. Hab noch einen. Macht fünf. So, das müssen wir alle gewesen sein. Ich sehe mehrere Feinde, die es bewachen. Macht euch kampfbereit. Ups. Hervorragende Arbeit in Kuani. Warum hatte ich die denn noch ausgerüstet? Das war unbedacht. Was ist mit der Landroute? Die Daten aus dem Truck-Depot ermöglichen es uns, die gesamte Operation von vorn bis hinten zu erfassen. Sobald wir alles haben, wenden wir uns an die Strafverfolgungsbehörden und koordinieren Apparatien. Das wird ein Desaster für das Kartell. Für die Einheimischen auch. Santa Blanca gibt durch die Transporte vielen Menschen Arbeit. Ist nicht mein Bier. Wenn Sie Leuten Arbeit geben wollen, gehen Sie zur Entwicklungshilfe. Ich denke drüber nach. Nomad Ende. So. Mit dem Laptop ich kann eigentlich auch schon rufen. Ich gebe die Codes und danach Munition auffüllen. Sollte das Signal empfangen. Er taucht dann zügig hier auf. Bereitet den Hinterhalt vor. Das ist im Grunde so immer dasselbe, ist mein. Wir setzen eine mein Grind-Kreislauf. Da ist das Ziel. Feuer frei. Eskorte zerstört. So. Die Mission haben wir dann auch erledigt. Wir haben jemanden wachgerüttelt. Tango erledigt. Informieren wir Bowman. Bowman, Boston Reed ist nicht mehr. So, dann machen wir. Oh ja, hier. Tier 1. Aufstieg. Stufe 3. Ob es da auch noch. Ich weiß gar nicht, ob es noch eine andere. Irgendwas anderes Geiles gibt. So waffenmäßig. Es gibt ja immer ein paar Ressourcen und so weiter. Dem Spielfeld. Ich weiß nicht, ob es noch auf Tier 1 irgendwie noch eine besonders geile Waffe gibt. Guck, wir können. Wir machen den Zugfriedhof einfach direkt nochmal. Und dann wieder Reed. Schneller geht's nicht. Das ist hier schon lange ein Problem. Natürlich macht sich in Santa Blanca jemand. Ich fühle mich wie ein Arschloch. Ich fühle mich wie ein Arschloch. Wir haben Reed gestoppt und ein paar Unschuldige befreit. Das ist ein guter Tag. Könnte schlechter sein. Bummen Ende. My pony is over the salt sea. My pony is over the sand. Hallo du, heute nicht.
Du, wo ist er denn? Nein. Wie lautet der Plan, Boss? Wir suchen das Oberarschloch und sehen, was er uns sagt. Wir sind scheinbar nicht... Ah, doch, da ist er. Ich sehe einen Scharfschützen. Ich sehe einen Santa Blanca, Leutnant. Sieht aus wie der Mann, den wir suchen. Er schießt schon mal mit dem Laser hier rein, irgendwo. Da vielleicht. Ah, da, angefordert. In der Zeit knüpfe ich mir ihn hier vor. Und ihn hier. Lade die Waffe nach. Oder auch nicht. Das lässt sich rausfinden. Und lass die Rebellen spawnen. Aber sie haben keine Priorität, klar? Sobald er die Kurve genommen hat. Die Rebellen kommen und lenken sie ab.